Das kann man ja dann schon sagen, hat man ja in einer Episode mit der Methode die ganze Plattform gebaut fürs Haus. Sehr erschreckend. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Meine lieben Freunde, was ist denn hier los? Wir sind ja im Winter und es ist eine völlig andere Location, ein völlig anderer Vibe und ein völlig anderer Kelvin und ein völlig anderer Spielwehr auch. Was ist hier passiert? Sind wir von Aliens entführt worden und irgendwie umplatziert? Nein, ihr habt mir gesagt, ich soll mir mal eine bessere Base-Location suchen. Und zwar eine, die tatsächlich es mir ermöglicht, dass die Base selber von Wasser umringt ist. So, und nun haben wir ja Winter und im Winter ist ja das Problem, alles außer dem Ozean und die Flüsse friert ja normalerweise zu, also weitestgehend, bis auf wenige Ausnahmen. Es gibt so, naja, so quasi Seen, so eine Mischung aus See und Fluss, wo der See quasi nicht als See zählt, sondern als Fluss und dann friert der nicht zu und das haben wir genau hier. Das ist hier diese Location. Ich kann das mal auf der Karte zeigen, mal, wo wir sind. Ja, wir sind so neben diesem einen Bunker, Maintenance-Bunker und südlich der Absturzstelle im Endeffekt. Beziehungsweise, nee, das ist eigentlich, wenn man es so betrachtet, so muss man ja die Karte eigentlich halten, ne? Da oben ist die Höhle mit der Taucherausrüstung direkt im Norden und wir sind in südlicher Verlängerung davon, genau. Und hier ist ein See-Fluss, der nicht zufriert und hier kann man bauen, weil das Problem ist, warum bauen wir jetzt nochmal hier? Warum machen wir das so? Warum machen wir das aus Holz? Warum machen wir das nicht aus Stein? Die Mutanten und alle Gegner, auch die komischen Eingeborenen, die können ja nicht ins Wasser gehen. Sobald die im Wasser sind, sterben die instant. Die können weder schwimmen, noch können sie übers Wasser springen, wenn nicht gerade ein Baum in der Nähe ist, von dem aus sie springen können. Die können da nichts machen. Das heißt, es ist offensichtlich logisch, dass wir im Wasser bauen, um Ruhe zu haben vor den Angriffen. Das ist der Plan. Und deswegen fangen wir hier nochmal an, weil dieser See friert nicht zu. Weil wenn der See zufrieren würde, dann könnten die einfach übers Eis laufen im Winter und zu uns kommen. Und das ist doof, das wollen wir nicht. Deswegen haben wir jetzt hier im Winter uns diese Stelle rausgesucht, die nicht zufriert, wo es tief genug ist, dass wir in der Mitte ein schönes Gebäude hinbauen können. Eine schöne Basis. Und die können wir dann aus Holz machen, weil es kommt ja eh keiner ran, um Schaden zu machen. Und das ist so der Plan. Genau. Und das habe ich jetzt gemacht. Wie habe ich das gemacht? Indem ich hier erstmal eine normale Plattform gesetzt habe. Aus einzelnen Stämmen, ne? Einfach ein Viereck gelegt, also ein Quadrat. Und dann ausgefüllt. Und dann habe ich mit dem Tool Plattformen habe ich dann erstmal kleine Plattformen gesetzt, ne, bis ins Wasser rein halt, habe die halt aufgebaut, die snappen dann auch direkt an diese bereits manuell gebaute Foundation dran, das habe ich heute als Tipp bekommen tatsächlich, dass das geht und dann habe ich die große genommen und habe die jetzt einfach dann hier hinten dran geflanscht und die snappt auch, ihr seht das, die snappt sogar versetzt, also ich kann die sogar dahin schnappen lassen, dahin, dahin. Ist schon ganz cool. Und je mehr Platz darunter ist, also je weiter das da nach unten geht an der Stelle, desto mehr Material muss ich da reinstecken, damit das Ganze gebaut werden kann. Hier in dem Fall sind es jetzt 18 normale Stämme und 20 halbierte. Das ist also schon eine ganze Menge, aber wenn das jetzt noch höher wäre, müsste ich natürlich noch mehr reinstecken, logischerweise. Ja, also das geht aber eigentlich ganz gut. Kelvin ist fertig mit Baumstämme sammeln. Genau, es wurde auch gesagt, ich soll mal die Behälter ein bisschen weiter nach vorne verlagern. Ja, das stimmt natürlich, das sollte ich eigentlich mal machen. Damit der Kelvin die ein bisschen näher da ranträgt, können wir ja gleich nochmal einen neuen Stammhalter aufbauen. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Sons of the Forest reinziehen, in der finalen Version übrigens, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die am Anfang des Videos rechts um meine Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, solche Wünsche und Tipps, was ihr gerne mal gesehen haben oder gemacht haben möchtet. Ich wurde auch ein bisschen gespoilert. Es soll wohl eine Höhle geben mit einem Raumschiff. Das wusste ich gar nicht, dass da jetzt auch ein Raumschiff in eine Höhle gekommen ist. Auf jeden Fall waren wir da wohl sogar schon ganz kurz fast drin. Ich glaube sogar in der letzten Episode war das. Da waren wir ganz kurz so am Eingang. Oder in der vorletzten Episode kann es auch gewesen sein, wenn wir jetzt nichts Falsches sagen. Da waren wir ganz kurz mal so schon im Eingang. Und ich bin auch dann so da durchgetaucht. Da sind diese Rettungswesten in diesem kleinen
Wasserbereich da in der Höhle, in diesem Grottenbereich. Und da kann man ja reintauchen zwischen diesem Erz. Und da am anderen Ende, da geht es wohl irgendwie noch ganz tief rein und ist wohl ganz groß und riesig. Und da gibt es dann wohl irgendwo noch ein Raumschiff oder so. Da müssen wir mal reingucken demnächst. Bin ich mal gespannt. Wurde ich jetzt ein bisschen gespoilert, dass da jetzt halt dieses... Nein, jetzt habe ich G gedrückt, ich Blödmann. Wurde ich jetzt gespoilert so ein bisschen, dass da jetzt dieses Raumschiff ist. Aber gut, so ist es halt. Genau. Quasi so das Ding aus einer anderen Welt mäßig eigentlich. Stämme und Behälter füllen. So, wir lassen jetzt erstmal den Kelvin noch den Behälter da hinten füllen. Und in der Zeit, wenn er den füllt, baue ich jetzt mal noch einen neuen Behälter auf. Und zwar einen, der näher dran ist. Ein großes Baumstammlager. Ganz schön groß. Das große Baumstammlager. Größer als die Foundation hier, ey. Können wir das hier so noch so draufsetzen, so? Wäre eigentlich praktisch, oder? Kommt er dann noch vorbei? Warte mal, wie weit kann ich... Guck mal, das kann ich bis dahin... Ja, mach ich's dahin. 40 Dinger nach, du meine Fresse. Okay. Was ist eigentlich mit der Fischreuse? Wir hatten hier jetzt noch offscreen eine Fischreuse platziert. Beziehungsweise, ich könnte auch Rocket umbringen, warte. Den könnte ich auch essen. Komm her, du kleine Ratte. Komm her. Scheiße. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ach, dann lauf doch weg. Dann lauf doch. Du kleines Fellknäuel. Du bist eh nichts dran. Ist eh nur Flausch und sonst nichts. Ja, jetzt kickt doch wieder die Kälte. Da brauchen wir auch regelmäßig jetzt natürlich Stöcker, damit wir da immer schön das Feuer wieder anmachen können. Das ist natürlich im Winter auch so eine Sache. Wir haben halt noch kein Haus. Ah, hier, die sind gemeint. Okay, die Dinger, das sind die roten Büsche. Ich verstehe. Die so ein bisschen so von unten sehr sich so auffächern. Okay. Ja, da kommt wirklich einiges raus. Das stimmt. Ganz hervorragend. Guter Hinweis. Muss man halt natürlich dann auch die richtigen finden. Muss, glaube ich, stehen bei der Reuse. Oh nein, warte mal. Da hinten kommt wieder einer. Ist es? Ne, jetzt ist Virginia. Okay. Ich sag gerade schon, da kommt wieder einer angelaufen. Warte mal, wir stecken jetzt hier mal noch ein bisschen was rein. Bisschen mal noch die Foundation noch ausbauen, damit der Kelvin immer schön auch weiter sammelt. Weil wenn nämlich der Behälter da hinten voll ist, sammelt ja nichts mehr. Naja, 16 Stück noch. Das ist schon eine ganz schöne Menge, ja. Hier sind ja noch welche drin. Kelvin zaubert sich übrigens, das wurde auch geschrieben in den Kommentaren, der zaubert sich immer die Stöcke vor seine Füße, wenn er welche sammelt. Deswegen lasst ihr wohl auch, oder viele von euch lassen einfach Kelvin die Stöcke sammeln, weil der sich immer wieder neue hinzaubert. Selbst wenn keine da sind. Wenn du ins Lagerfeuer Feuerscheite machst, brennt es länger und strahlt mehr Wärme ab. Ja, das kann sein, aber das Ding ist, ich habe irgendwie das Gefühl, je weiter ich weggehe, desto eher geht das Feuer wieder aus irgendwie. Also, ja, kann sein, müssen wir mal probieren, aber auf jeden Fall... Das ist ja eh alles temporär. Das wollen wir ja dann alles auf der Plattform auch aufbauen. Jetzt, warte mal, jetzt will ich mal hier ganz kurz noch Stöcker sammeln, schnell. Ich muss aufpassen wegen dem Dorf da hinten, dass wir dann vielleicht nicht ganz so nah rangehen jetzt. Da kommen immer schon die ganze Zeit welche von da oben. Und wenn ich die jetzt hier noch extra krass bedränge, dann kommen im Zweifel nur noch mehr. Und das möchte ich vielleicht idealerweise nicht. Also, es wurde auch gesagt, diese Raumschiffhöhle, die muss ich besuchen. Damit ich das Finale auch machen kann irgendwie. Also das heißt, wir müssen da sowieso dann nochmal hin. Und hier sind wir ja aber, und das ist der Vorteil, wenn wir uns hier aufbauen, hier sind wir halt näher dran. Generell an diesen ganzen Story-Locations sind wir näher dran. Und das ist definitiv schon mal eine feine Sache, dass wir dann nicht immer so weit tingeltangeln müssen erst. Weil am Strand immer hinzufahren jedes Mal, naja, das dauert halt ewig. Bis man da angekommen ist, ist immer ein ganzer Tag vorbei. Das hat mich in den letzten Sessions auch immer so ein bisschen noch angecased, dass wir da, ja, da muss ich wieder zurückfahren, wenn ich mal mich regroupen will im Haus und so. Das war dann irgendwie immer auch ein bisschen zäh. Das zieht die ganze Sache auch unnötig in die Länge. Da kann ich jetzt auch mal die Zeit investieren, dieselbe Zeit, die ich sonst mit Hin- und Herfahren verbringe, kann ich dann jetzt auch mal investieren, um mal eine bessere Location aufzubauen, die auch sicherer ist. Wo man auch nicht ständig unbedingt immer alle gleich platt machen muss, die vorbeikommen. Das ist ja eigentlich ein Plan, ja. Das ist so ein bisschen die Idee jetzt gewesen. Blöderweise ist hier mit Stöcken gerade wieder irgendwie so gar nichts los.
Schon wieder alles weggeholt, hier weggeholzt. Ich muss, glaube ich, wirklich mal Kelvin beauftragen, die Stöcke zu sammeln. Das ist echt ätzend, die Stöcke selber zu holen, muss ich sagen. Und dann bleibt man an jeder, an jedem Kram hängen. Und dann kommt auch noch dazu, im Winter sieht man nicht, was auf dem Boden liegt. Die normalen Steine bräuchte ich eigentlich auch mal wieder, aber ich finde die einfach nicht. Weil hier alles weiß ist. Alles schneebedeckt. Kelvin, du denkst, du bist fertig, aber mein lieber Freund, ich kann dir sagen, du bist noch nicht fertig. So, hier mal schnell reinstopfen, reinstopfen, reinstopfen. Nein, einer fehlt. Ah! Ja, stimmt, Spielbär. Links unten in der Ecke steht das auch. Aber egal, wir haben ja hier noch welche. Alles gut. Wir haben ja noch welche. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Kelvin das hier voll machen kann. Kelvin! Kelvin, wo bist du? Ich habe Arbeit für dich. Was soll denn jetzt hin? Hat er sich versteckt? Das gibt's doch nicht. Hier, hinterm Busch hat er sich versteckt. Hab ihn gefunden. Du musst arbeiten. Du musst Stämme holen und musst, Nee, warte mal ganz kurz. Folge mir mal bitte kurz nochmal. Folge mir. Denn du musst da hinten den Behälter voll machen. Und der ist nicht in Range anscheinend gerade bei dir. Wenn der nicht in Range ist, kann er den Ohr nicht voll machen. So, hier jetzt. Probieren wir es mal. Kelvin, hol Stämme, Behälter füllen. Tu es. Tu es, tu es, tu es, tu es. Er hat Arbeit gerochen und hat gleich direkt gesagt, ah nee, ich gehe jetzt lieber chillen, ne? Vielleicht sollte ich den anderen lieber abreißen, ne? Dass er den jetzt nicht voll macht, sondern dass er sich hier den hier schnappt. Machen wir das mal schnell. Dass er hier nicht jetzt den hier voll macht. Kann ich das wegmachen? Ja, geht, okay. Ja, da kriegen wir auch Stöcke wieder. Sehr gut. Hervorragend. Hätte ich auch gleich machen können eigentlich. Gleich mal speichern. Weil es kann durchaus hier auch passieren, dass Mutanten vorbeikommen. Wir hatten hier schon unschönen Besuch von... Ich glaube, das waren sogar schon diese komischen Teufels-Aliens, diese Dämonen-Aliens. Die da irgendwie in den finalen Höhlen auch rumkräuchen und fleuchen. Die hatten wir hier schon gehabt. Die sind hier schon rumgerannt. Zum Glück konnte ich die mit meinem Golfkart easy überfahren. So, ich glaube, ich mache die Plattform gleich so groß, wie ich sie auch haben will. Das heißt, wir setzen jetzt schon mal die anderen Plattformen, wenn das geht. Das müsste ja eigentlich schnappen oder auch nicht. Da lässt das mich nicht machen. Da lässt das mich machen. Ja, mein Gott, dann setzen wir halt da noch eine hin. Was soll der Geiz? Nee, warte mal, das ist falsch, oder? Nee, doch, doch, ist richtig. Nein, ist richtig. Aber warum steht das hier? Ah, nee, okay, nee, es täuscht nur. Alles gut. Alles gut. Ist noch nicht fertig gebaut. Ja, aber ich dachte wegen Blueprint setzen und so. Aber scheint anscheinend nicht zu gülden. Ja, der Charakter ist halt ganz schön im Popo, weil das so kalt ist, ne? Weißt du was? Wir lassen einfach die Stämme hier liegen. Es soll Kelvin abtransportieren. Ich schaue einfach die Bäume um. Da bin ich, glaube ich, tatsächlich schneller als Kelvin. Das mit dem Snappen ist toll, habe ich noch gar nicht gewusst. Da macht das Bauen gleich noch mehr Spaß. Das ist auf jeden Fall, also wir haben das am Anfang, muss ich noch mal kurz erklären, wo ich das auch noch nicht wusste, habe ich versucht, diese Einzelbaumethode zu machen, wo du die Stämme halt an die richtige Stelle legen musst, wo da der Pfeil ist und so. Meine Fresse, war das immer frickelig, ey. Also das war, gerade wenn du versuchst, irgendwas ins Wasser reinzubauen oder an irgendeinem Hang oder so, das ist einfach nicht, das hat einfach keinen Spaß gemacht dann. Was? Habe ich gerade Virginia gehört? Ach hier. Oh, was hat sie da? Was ist das? Aloe Vera, okay. Ja, das ist das Heilzeug, stimmt. Das kann man natürlich auch mal... Und jetzt als Belohnung gibt es einen Baum auf den Kopf. Haha! Wie sie drüber gesprungen ist. Hervorragend. Okay. So, der Kelvin trägt die Stämme zum Lager. Das ist gut, kann er machen. Das sieht aus wie ein Laternenpfahl hier irgendwie. Ich habe das auch erst durch Zufall bemerkt, dass es geht und snappt und im Wasser entsprechend praktisch ist. Ja, das ist schon echt praktisch. Also gerade, wenn man im Wasser baut. Also, ohne Witz, als ich das versucht habe mit der Einzelelementmethode, dass du den Stamm so an die richtige Stelle stellen musst und so. Sobald du halt in Wasser reinfällst mit dem Stamm, während du das machst, was halt so tief ist, dass du schwimmen musst, kannst du das vergessen, ja? Weil das einfach so frickelig ist und so nervig. Es ist einfach frickelig und nervig.
Und genau, deswegen ist das halt doof. So, jetzt nimm mal hier den Spaß, genau. Jetzt baue ich schon mal auch ein bisschen weiter, guck mal. Der Kelvin kann ja die Stämme jetzt ranschleppen. Im Wasser wird man wahnsinnig. Ja, das ist echt schlimm. So ist es halt easy. Wenn man das so weiß, ja, dann ist das auch gleich viel sinnvoller, weil das gleich viel schneller geht auch, im Wasser zu bauen. So, warte mal, jetzt muss ich doch mal hier nochmal mein Feuer anmachen. Wurde gesagt, ich soll Holzscheite verwenden, damit das länger brennt. Das können wir ja mal machen. Warte mal. Hier hinten war ein Holzscheit im Wasser, der zu klein war zum Bauen. Der hier. Den können wir ja mal da drauflegen, weil dann wird nämlich der Wärmeradius irgendwie vergrößert, habt ihr gesagt. Dann muss ich das mal probieren. Wir haben ja das bei unserer Kaminlage. Wie ist schon wieder ausge. Das meine ich halt. Sobald ich ein Stück weiter weggehe, geht das sofort wieder aus. Aber vielleicht liegt das jetzt auch einfach daran, dass das verbraucht ist. Machen wir mal richtig viel drauf und zündet mal an. Ich habe es nämlich gerade erst angezündet und war schon wieder weg. So, warte mal. Mal hier. Ich glaube, wir müssen es noch einmal spalten und nochmal so machen. Sonst klappt das, glaube ich, nicht. Ja, guck mal, jetzt geht es. So ist das praktisch, weil so wirkt das nämlich auch so, wie es wirken soll. Siehst du, jetzt können wir gleich mal was essen eigentlich und mal was trinken. Essen und Trinken ist wichtig. Katzenfutter wird langsam alle. Musst aber das Lagerfeuer mit Stöcken auffüllen, sonst geht der Scheit nicht aus. Das Holz war auch verbraucht und nass. Ich glaube, ob das nass ist oder nicht, spielt, glaube ich, keine Rolle, oder? Weil da müsste ja irgendwie ein Indikator sein, von wegen nasses Holz oder so. Müsste mir ja irgendwie sagen. In der Realität spielt es eine Rolle, aber ich glaube in Sons of the Forest nicht. Bei Regen brennt es auch kürzer. Das haben sie angepasst. Okay, aber ich finde bei nassem Holz müsste da schon irgendwie ein Hinweis kommen, von wegen, Achtung, das Holz ist nass oder irgendwie ein Tropfen dran oder so, dass man das auch erkennt, dass das nass ist. Also ja, wenn es gerade im Wasser lag, ist es offensichtlich, aber wenn es gerade geregnet hat und ich habe das nicht auf dem Zettel oder war vielleicht gerade im Haus und habe das nicht mitgekriegt und dann hole ich das Holz rein, es ist nass, ich krieg's aber nicht mit. Und wer jetzt sagt, ja, du musst dir doch nicht alles sagen lassen. Ja, in der Realität kann ich Holz spüren, wenn es nass ist, da ist es feucht. Das Holz im Spiel kann ich aber nicht anfassen. Das ist das Problem. Deswegen muss ich das als Spieler indiziert kriegen, dass es nass ist. Das ist immer so ein bisschen die Sache zwischen ne? Realität und Spiel. In der Realität, wenn ich Holz anfasse, dann spüre ich, dass das nass ist. Ein kleines Dach drüber bauen. Den Aufwand treibe ich jetzt, glaube ich, gar nicht erst übers. Hahaha, wie er reingefallen ist. Den Aufwand treibe ich jetzt gar nicht, weil. Wir wollen das ja dann eh alles hier reinbauen dann, wenn hier dann mal ein Haus entstanden ist. Also da bauen wir ja dann auch wieder einen Kamin und alles. Mal gucken, wann das soweit ist, ja. Bin gespannt, aber das ist schon eigentlich ziemlich geil, wie schnell das gehen kann, wenn der Kelvin hier die ganzen Stämme ran schafft. Kelvin? Bist du da unten runter? Warum fällst du denn da rein? Kommt er da jetzt nicht? Der kommt da jetzt nicht wieder raus, Leute, oder was? Komm raus! Aus dem Wasser! Mein Gott, Kelvin! Es ist doch nicht zu fassen. Warte mal, stell dich mal hier ran. Mal kurz mal aufwärmen. Alter, ich hasse euch alle! Ich hasse euch alle! Ihr seid alle so scheiße! Mann, wieso steht. Was ist denn jetzt los? Ach, der brennt, der Penner. Geh weg von meinem Golfauto. Scheiße. Brennt er immer noch? Ja, Kelvin ist auch voll der Held. Los, steig ein. Kann alles nicht wahr sein hier. Wie, man hört die aber auch nicht, ey, wenn die ankommen, ne? Die stehen dann plötzlich neben einem. Sehr gut, immer schön. Hyper fahren. Da läuft noch einer rum. Ah, die gnädigste Dame begnädigt sich auch endlich mal, sich zu beteiligen. An der fröhlichen Jagd hier. Weißt du, die unendlich Munition hat, die ballern könnte ohne Ende, die schießt irgendwie nur so homöopathische Dosen. So nach dem Motto, ja, vielleicht sollten wir erstmal einen Stuhlkreis bilden und mit ihnen reden, bevor wir sie erschießen. Nein! Erschieß sie, Mann!
Zwischen die Augen direkt. Hier wird gar nicht erst lange gefackelt, was das angeht. So, was ist mit Kelvin jetzt? Ist der jetzt kaputt? Der rennt auch immer weg, ne? Wenn die da kommen, da haut er immer ab. Unglaublich. Ah, ist er schon wieder da? Oh, no. Stirf. Warte. Den müssen wir umbringen. Der macht sonst hier alle platt. Wo ist er jetzt hingerannt? Er ist irgendwie hier in den Wald gerannt gerade. Ich sehe ihn aber nicht. Er ist durchgerannt. Hit and run macht er. Oh, was ist denn das jetzt? Nicht euer Ernst. Weißt du, das Golfkart kann überall langfahren, aber so ein kleiner Stein ist dann der Endgegner, weißt du? Vielleicht war Virginia vor ihrer Mutation ja Sozialpädagogin oder Mediator oder dergleichen. Und das Verhalten sind noch so ein paar Nachwehen, die das einst gelernt haben. Nee, die war in Berlin, war die wahrscheinlich irgendwie so eine Aktivistin wahrscheinlich. Das ist bestimmt irgendwie sowas war die vorher. Wir dürfen das doch nicht mit Gewalt lösen. Wir müssen das mit Gewaltfreiheit lösen, miteinander reden. Wenn sie mit der Keule schwingend auf uns zugerannt kommen und uns umbringen wollen. Das geht doch nicht, dass man die erschießt dann. Ja, ja, ja. Zwischen die Augen! Ohne zu zögern, wenn sie mit der Keule auf dich zu ihr rankommen. Da ist schon wieder so ein Kasperkopf. Ich hab mir gesehen, da kommen sie schon wieder. Entweder zwischen die Augen oder mit dem Golfkart überfahren. Mit Schwung. Eins von beiden. Reden ist keine Lösung hier. Das kann ich euch schon mal sagen. Der hängt da am Baum, der kleine Wicht. Der kleine Fleischklops. Komm runter, du Klops. Es gibt eindeutig noch zu viele Bäume hier. Hat er sich eingepackt wie so ein Fleischklößchen, ey. Sieht ja irgendwie putzig aus. Wenn er nicht so nervig wäre, würde ich sogar lachen. Ach, scheiße. Und schnell ist er auch noch. Toll, jetzt liegen hier überall die Baumstämme. Kelvin, nimm doch mal die Baumstämme hier weg. Man kann überhaupt nicht die Leute überfahren. Gibt's doch ja nicht schlimmer als hier... In der verkehrsberuhigten Zone hier. Hab ich ihn? Heiken umgenietet? Ich glaube, er ist umgenietet. Nochmal drüber fahren. Sicher ist sicher. Doppelt hält besser. Er sieht aus wie Jeff Goldblum in die Fliege, ey. Ohne Witz. Okay. Dann war es das erstmal hier jetzt. So, speichern gleich mal. Und dann mal Nacht überspringen. Mal nochmal aufwärmen. Oh, guck mal, der eine Scheit ist schon weg, glaube ich. Gleich mal nochmal einen nachlegen. Wisst ihr, der ist schon da weggekokelt. So, hier. Schlafen, schlafen, schlafen. Und los geht's. Ha! Wisst ihr, das ist aber das Angenehme an der Location. Schlafen klappt irgendwie immer. Oh, guck mal. Aber irgendwie waren dann doch welche da. Das ist natürlich unschön. Aber dafür haben wir Knochen gekriegt. Das ist ja auch gut eigentlich. Ich bin übrigens mit meinem Charakter jetzt schon auf Stärke 15. Guckt mal. Das zeigt eigentlich, dass es dem sehr gut geht. Wenn der auf 15 ist. Das ist ein ziemlich hoher Wert, glaube ich. Wir waren vorher jetzt immer auf 13. Und so. 15 ist schon ziemlich geil. So, dann isst man noch hier so Ramen. E gedrückt halten. Was ist mit E gedrückt halten? Geht eh gedrückt halten hier. Bei was geht eh gedrückt halten? Eh gedrückt halten geht bei einigen Sachen hier, ja. Oh Gott, ich dachte gerade, es wäre ein Mutant, aber es ist nur Kelvin, der die Stämme aufhebt. Ich glaube, ich bin schon wieder so latent gestresst von diesen ganzen Typen, die hier vorbeikommen. Stress, Stress, Stress. Ach, Kelvin, was machst du denn? Was ist denn das? Was wird denn das, wenn es fertig ist? Komm mal raus. Kannst du ja nicht machen. Der dich einfach verstecken. Da unten. So geht das nicht. Hä? Oh, ist ja am Baum gewachsen. Gleich umbringen. Gleich töten die Bäume. Immer töten.
Da geht noch mehr bei der Stärke. Wenn der Wald weg ist und dein Hochhaus steht, schau noch mal. Aber diese Stärke, wie kriegt der die jetzt eigentlich? Also welcher, was beeinflusst diesen Wert? Ist es jetzt nur das Essen und die Ernährung? Oder ist es auch, wenn ich jetzt ganz viel körperlich arbeite? Also zum Beispiel Baumstämme durch die Gegend trage. Werde ich dann stärker? Oh, guck mal. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker. Da können wir doch gleich mal was zu essen machen hier. Das sieht irgendwie sehr verkohlt aus da. Vielleicht sollten wir da... Oh, was war das jetzt hier? Ja, schmeiß das mal drauf. Nimm das mal. Geht das nicht? Geht das nicht? Scheiße, geht nicht. Ja, ist gut. Rück mir nicht auf die Pelle jetzt. Ich muss hier mein Feuer machen. Aha, genau. Hast du das schon richtig erkannt hier. Durch Fällen und Nahkampf. Echt? Bis 55 geht das? Wie sieht das? Sieht ja aus wie, weiß ich nicht. Also wie Arnold Schwarzenegger mindestens dann. Ohne Spaß. Da kann ich dann 5 Baumstämme übereinander stapeln wahrscheinlich. Auf einer Schulter. Da bin ich der Terminator. Der Forestinator bin ich dann. Guck mal, sehr gut. Kelvin hat wieder die Brücke verfehlt. Kelvin. Diese deswegen. Einer hat gesagt, warum baust du das nicht näher dran? Naja, genau deswegen, weil Kelvin sich manchmal eben doch einfach Banane anstellt. Und dann findet er da ewig den Weg da nicht hin. Und dann braucht es ewig, bis die Stämme am Start sind. Und dann muss ich sowieso da hinten hinlaufen selber und die holen, weil er es nicht hinbekommt. Weil er es halt einfach nicht hinbekommt. An Land bauen, ja, das könnte man auch mal, aber da muss ich trotzdem immer noch da hin und her. Ist es am Ende des Tages, ist es wurscht, glaube ich. Die Zipline ist die Lösung. Aber kann der denn die Zipline überhaupt benutzen? So, guck mal. Aber er hat es immerhin abgelegt. Das hat er immerhin geschafft. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Aber ja, Zipline sollten wir generell mal machen. Das stimmt schon. Wir können ja schon mal mit einem Pfosten markieren, wo wir genau dann das Gebäude eigentlich auf den Steg bauen wollen. Und dann da dran einfach eine Zipline schießen schon mal. Dass wir von hier hinten vielleicht auch direkt die Bäume, Baumstämme rüber gleiten lassen können. Das ist doch mal eine Idee. Guck mal, das machen wir jetzt einfach. Was jetzt? Also. Feuer schon wieder aus? Nee. Oh, warte mal. Ich habe das Fleisch nicht rausgenommen, ich Idiot. Ha, hab ich vergessen. Oder? Diese, weil man immer bilokal abgelenkt ist hier. Egal. So, warte mal, wir müssen das jetzt machen. Genau, wo machen wir denn überhaupt das Haus? Ich würde sagen, hier vorne fangen wir damit an. Dass dann hier das Ding, das hier so vorne steht. Dann mache ich hier jetzt die Zipline rein, weil ich glaube, wenn das über dem Behälter ist, dann fallen, glaube ich, die Baumstämme, wenn ich die an der Zipline entlang laufen lasse, fallen direkt in den Behälter rein tatsächlich. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, so war das. Aber dazu müssen wir natürlich da hinten erstmal... Warte mal, ich muss mal die Zipline in die Hand nehmen. Gib mir das mal. Den Zipline-Werfer. Wie weit kann ich denn da schießen eigentlich? Warte mal, vielleicht erstmal von hier. Ja, tut sie. Okay, gut. Erstmal von hier reinschießen, würde ich sagen. Und dann mal gucken, wie weit das geht. 55 Meter? Können wir das hier hinten an so einen Baum dran machen? Geht das? Dann mache ich das nämlich jetzt so. Guck mal, da haben wir doch einen schönen Schleit. Das will ich mal probieren jetzt. Warte. Baumpferd. Kelvin! Wie er sich im Weg stellt, der Plebs. Kelvin versaut wieder alles. Unglaublich. Typisch Kelvin. 70 Meter geht, dann habe ich wohl genau die Grenze hinbekommen. Aber das ist schon praktisch, ja. Wenn wir jetzt hier hinten eher Bäume fällen, ja, und nicht mehr so da drüben, dann muss ich da auch nicht so weit laufen, um was zu holen. Bis Kelvin den Zipline-Baum fällt. Na ja, gut, da müssen wir halt eine neue machen, ja. Ich glaube aber, der macht gerade eher da drüben, ja. Der fällt da drüben gerade irgendwie die Bäume vor allem. Manchmal ist das Symbol nicht so richtig zu sehen. Genau, jetzt haben wir es.
Ja, dann lasse ich ihn jetzt noch die zwei Bäumchen da drüben holen und mache hier lieber noch ein paar jetzt. Ah! Jesus Christ! Kleines Schweinchen. Mann, ich raste aus hier. Weißt du, da kriegst du Krampf manchmal mit denen. Der hing da die ganze Zeit am Baum anscheinend. War selber schuld. Herrgott, ja. Ah! Schnell zum Golfauto. Verschwinde. Der hat eine goldene Maske auf. Schieß, 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 Mädel. Schieß, schieß, schieß. Benutzt die Waffe, benutzt die Waffe. Erschieß ihn, erschieß ihn, erschieß ihn. Erschieß sie alle, erschieß sie alle, erschieß sie alle. Ja! Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ha, beim Runterfallen wieder. So, weiter hier, weiter im Text. Guck mal, oh, da hinten hat sich aber schon einiges gestapelt. Warte mal. Guck, habt das gesehen, wie sie sich reindrehen in den Behälter? Ist das geil. Die Zipline ist schon ein bisschen geil, ja, muss ich sagen. Muss ich mal eingestehen jetzt. Ist definitiv ein Eingeständnis meinerseits hier. Könnt ihr als Erfolg hier verbuchen, dass der Spielwehr eingesehen hat, dass die Zipline uns allen überlegen ist. Es ist der Wahnsinn. Es ist das beste Erfindung seit der Erfindung der Erfindungen. Unglaublich. Der Hammer ist das. Der absolute Wahnsinn. Mein Leben wird sich nachhaltig verändern. Das ist krasser als das iPhone, ohne Witz. Das ist krasser als das Smartphone und auch krasser als Wirecard. Unglaublich. Warte hier. So, jetzt gib mir das. Und dann machen wir das hier hin und hier hin. Und da kommt Calvin schon wieder. Anstatt die Zipline zu benutzen, trägt er die Stämmchen spazieren. Herrlich. Wie ich mich jetzt über Calvin lustig mache, obwohl ich es gerade eben schon selber so gemacht habe. Wie er immer auch neben die Spur läuft. Calvin ist voll neben der Spur gerade. Calvin, du musst nicht das auf die U-Boot-Variante machen hier. Kannst du auch einfach auf dem Steg langlaufen, Mensch. Ja, das ist schon praktisch, ja. Ich gebe es ja zu. Ich gebe es ja alle zu. Ich bin ja der Erste, der es zugibt. Aber der Letzte, der es umsetzt. Krass, krass, krass. So, welches darf ich jetzt nicht fällen? Den hier. Aber dann kann ich den hier noch fällen. Nice. Und den hier können wir auch noch fällen gleich. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir das gleich mal machen. Kannst ihm auch sagen, dass er die Struktur fertig bauen soll. Dann sparst du dir den Weg über das Lager. Ja, aber dann hört er auf, wenn die fertig ist, oder? Und das Lager bleibt ja tendenziell immer leer. Ich glaube, das ist so rum schlauer, weil da muss ich ihm jetzt immer wieder sagen, er soll wieder die nächste machen, glaube ich, oder? Oder füllt er dann, macht er dann alle Strukturen, die ich gesetzt habe, voll. Das musste ihm, ja, musste ihm neu sagen, genau. Das muss man ihm nämlich dann, wenn das fertig gebaut ist, wenn ich das auch fertig baue, muss ich ihm dann wieder sagen, hey, jetzt musst du die nächste machen. Ich glaube, so hört er nicht mehr auf, wenn wir es so machen, weil er ja immer irgendwie da noch Platz hat für weitere Stämme. Solange ich jetzt nicht so viele reinmache, dass das Lager direkt wieder voll ist. Guck mal, wie viel da schon wieder drin ist, ey, voll krass. Ich frag mich nur, wo er auf einmal die ganzen Seile hernimmt, um die Stämme rüber zu schubsen. Ach so, ja, das stimmt, er bindet die ja an Seile fest, ne? Die Stämme, um die da über die Zipline rutschen zu lassen. Ja, gut, das sind so die Dinge, die darf man, glaube ich, einfach nicht hinterfragen an diesem System im Sons of the Forest. Das gibt es an anderen Stellen, glaube ich, auch mit, wo nimmt er jetzt eigentlich das und das her für das und das. Das gibt es durchaus häufiger hier, wo man sich die Frage durchaus stellen kann. So, guck mal, haben wir doch schon eine ordentlich große Plattform. Da hinten liegen auch noch Stämme, aber die nehme ich jetzt nicht. Die lasse ich Calvin holen. Der hängt, glaube ich, eh da unten gerade unwiederbringlich fest, wenn ich mir das so angucke. Das Feuer ist schon wieder ausgegangen, Mann. Ey, das Feuer verbrennt ja ohne Ende, ey. Es hört ja nicht mehr auf. Also, es hört zu oft auf. Aber es hört nicht auf, aufzuhören, so. Ich höre schon wieder irgendwas laufen. Irgendwas hat doch hier schon wieder gekrabbelt. Wie das hier langsam zur Mondlandschaft auch schon wieder wird, ey.
Spielbär fühlt sich nur dann heimisch, wenn Wolkenkratzer aufgebaut sind und wenn, wenn die Umgebung zur Mondlandschaft geworden ist. Dann fühlt sich Spielbär erst zu Hause in so einem Spiel, in so einem Sandbox-Spiel. Ohne Witz. Vorher ist das alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Die Natur muss verschwinden, Wolkenkratzer müssen am Start sein. Oder dass Kelvin die Steine aus dem Nichts greift. Ja genau, dass die Steine und die Stöcke vor allem vor seinen Füßen entstehen, wenn er sie aufsammelt. Ja, man muss mal sagen, so detailliert, wie sie sich Gedanken gemacht haben über bestimmte Systeme, wie ja, zum Beispiel das Bausystem, wie man da, dass man da so Balken unter andere Balken setzen kann, um neue Strukturen zu erzeugen und sowas. Das ist ja alles schon ziemlich durchdacht und genial. Auf der anderen Seite haben sie sich dann aber übelst einfach wieder gemacht. Wahrscheinlich aber auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass es halt immer noch ein Spiel sein muss, wenn solche Sachen zu realistisch wären. Also wenn ich jetzt noch für jeden einzelnen Baumstamm hier ein Seil flechten müsste, um das halt dann machen zu können, dann kann ich ja höchstens, ich kann ja nur 5 Seile oder so mitnehmen oder 6 in meinem Inventar und dann nach 6 Baumstämmen wäre ja schon wieder Schluss. Ja, dann würde es schon wieder keinen gameplaymäßigen Sinn ergeben, das zu machen mit der Zipline. Obwohl es zwar realistisch wäre, aber es wäre halt Realismus, der dem Spieler nur ausbremsen würde wieder an der Stelle. Insofern haben sie das halt einfach, ja, dann entstehen die halt aus dem Nichts. So, dann schnappen wir uns das jetzt mal und stecken das mal auch gleich direkt wieder rein. Da ist nämlich schon fast wieder alles voll. Wie schnell das geht, ey. Das kann man ja dann schon sagen, hat man ja in einer Episode mit der Methode die ganze Plattform gebaut fürs Haus. Sehr erschreckend. Und ich selber könnte mich, glaube ich, an der Zipline auch da langhangeln, tatsächlich. Da muss ich aber, glaube ich, diese Waffe davon, muss ich da, glaube ich, in die Hand nehmen. Wieso hypen jetzt eigentlich wieder so viele Sons of the Forest? Gibt's bald wieder was Besonderes? Naja, was heißt hypen? Es ist halt aus der Early Access raus. Aber ich habe das eigentlich schon immer gefeiert, das Spiel. Also, ja, manchmal nervt es einen halt auch, wenn so viele Gegner gerade kommen und man will sich eigentlich auf was anderes konzentrieren. Oder wenn mal beim Bauen was nicht so funktioniert, wie zum Beispiel mit der Treppe. Da letztens, das war auch so ein Ding. Ja, dass man erstmal studiert haben muss, um eine Treppe ins Haus zu bauen und solche Sachen. Aber ja, ich habe das schon immer gefeiert eigentlich. Bei mir ist das jetzt nicht irgendwie was Neues oder so. Also keine Ahnung, warum das andere jetzt plötzlich wieder... Wahrscheinlich einfach, weil es aus der Early Access raus ist. Deswegen hat es halt so einen kleinen Push jetzt. Weil sich die Leute das jetzt halt alle angucken und wissen wollen, was halt draus geworden ist. Und man muss aber auch mal sagen, also die Early Access war schon ziemlich... genau vorgezeichnet auch. Also die Entwicklung von dem Spiel und wie es dann besser geworden ist und mit Content angereichert wurde. Und das wurde auch sehr schnell durchgezogen, muss man sagen. Und hocheffektiv auch. Also muss ich mal sagen, ist auf jeden Fall eine der besseren Early Access Stories. Jetzt kann man natürlich noch sagen, dass manches ein bisschen gerusht wirkt vielleicht. Weil man vielleicht auch unbedingt diesen Zeitplan auch einhalten wollte, den man sich da gesetzt hat. Aber es ist trotzdem gut geworden. Also es war ja auch eigentlich schon am Start ziemlich gut gewesen. Und ich sag's mal so. Ich bin gespannt, was das Studio als nächstes macht. Weil ich finde so Sachen wie das Bausystem, was sie sich da ausgedacht haben und so, das lässt hoffen, dass auch die nächsten Spiele von denen, vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt noch ein Forest-Spiel, aber vielleicht ja mal was anderes, dass die vielleicht auch so ein bisschen innovativ sind, auch an einigen Stellen. Also, dass man das auf jeden Fall mal auf den Zettel halten muss, was die als nächstes machen werden auch. War schon immer ganz gut spielbar. Ja, genau, also, ja, muss man sagen, es war schon, als es in die Early Access gestartet war, schon sehr umfangreich. Es gab ja sogar auch schon eigentlich eine vollständige Story, als es im Early Access gestartet ist. Muss man auch mal dazu sagen, ja. Ich meine, die war jetzt nicht ausgefeilt, und aber die wichtigen Locations gab es ja schon. Warte mal, ich probiere das jetzt mal. Ich rutsche jetzt mal hinterher. Ah ja, tatsächlich, da steht's ja sogar. Hui, Kelvin, ich bin schnell leer. Ja, ins Baumlager. Oh, oh, schön mit den Knien da rein. Schön erstmal die Knie weggefetzt. Nice. Tut bestimmt nicht weh. Wunderbar. Und die nächste Plattform ist weg. Mein Gott, wie schnell das geht, meine lieben Freunde. Guckt euch das an. Es ist der Wahnsinn. So, kann ich jetzt hier noch eine daneben setzen? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Warum macht dann das jetzt da so hoch?
Irgendwie hier geht's irgendwie nicht so ganz so. Ist ein bisschen komisch. Warte mal. Er will das hier irgendwie hochsetzen. Kann das sein, dass das an dem Balken liegt? Oder an dem Behälter? Das verstehe ich irgendwie gerade nicht. Vielleicht muss ich das mal mit den Einzelnen probieren. Warte. Dann sehen wir das vielleicht besser. Guck mal, hier geht's. Hier geht's nicht. Okay, dann ist es wahrscheinlich wegen dem Behälter. Ist das wahrscheinlich problematisch. Dann machen wir das erstmal jetzt so. Dann können wir das auch ein bisschen schneller fertig machen. Das Stammlager. Ja, das Stammlager ist da ein Problem. Was seltsam ist, weil das ja eigentlich oben ist. Also es dürfte ja eigentlich da nicht kollidieren. Aber okay, anscheinend tut es das doch. Aber ist ja egal. Dann machen wir das jetzt halt erstmal so. Müssen wir das nochmal verlegen. So, wir können das ja hier... Das müsste eigentlich materialtechnisch... Müsste das eigentlich auf selber rauskommen, ob ich das jetzt so aufbaue mit den Einzelnen oder ob ich das mit der Vierer, also mit der 2x2er gleich direkt mache. Müsste eigentlich ungefähr auf selber rauskommen. Warum geht denn das jetzt hier nicht? Da fehlt anscheinend noch was. Okay, müssen wir mal ganz kurz noch mal Zeug holen. Warte mal, jetzt können wir eigentlich das Stammlager gleich mal verlegen. Oh nein, nicht auf der Seite. Ah. Kann ich die unter Wasser aufheben? Ich kann die nicht aufheben unter Wasser. Okay. Dann bauen wir es jetzt hier direkt nach vorne. Warte. Großes Baumstammlager. Das bauen wir jetzt. Ja, dann hält es aber nicht mehr. Ist es nicht mehr unter der Zipline. Das ist natürlich dann doof. Warte mal, wenn ich so rumdrehe, vielleicht werden die dann abgebremst. Dann müssen wir vielleicht da noch eine Blockade hinbauen, dass das dann an der Zipline hängen bleibt irgendwie da oben, dass es dann runterfällt. Müssen wir mal gucken. Hier liegen ja noch... Achso, nee, das sind die Stützen. Ich wollte gerade sagen. Sehr gut. Und da haben wir es. Ein Stamm, Stockding war hier noch im Wasser. Warte. Es muss nur komplett auf der Plattform stehen. Ja, aber das ist mir jetzt zu frickelig. Das ist mir jetzt zu frickelig hier. Du fällst das da rein? Du, warte mal, du... Warte mal, ich sag ihm mal schnell nochmal. Hol Stämme und Behälter füllen. Damit er den Behälter jetzt füllt und nicht irgendwie versucht, einen zu füllen, der nicht mehr da ist. Okay, aber das ist doch schon mal super. Wir haben im Grunde eigentlich in einer Episode die ganze Plattform fast aufgebaut. Ne? Das ist schon eigentlich ziemlich krass, wenn man das mal so betrachtet. Und an dieser Stelle endet diese Folge Sons of the Forest. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Sons of the Forest, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und es ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit für den Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.